Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Umlauts-Video. In Hangzhou gibt es ein Seidenmuseum. Und in diesem Museum gibt es zahlreiche ständige Ausstellungen und regelmäßig auch temporäre Ausstellungen. Vom 11. bis zum 28. November, wir schreiben das Jahr 2023, fand dort die Ausstellung Sky Dye, The Colors of the Nations statt. 80 Künstler und Künstlerinnen aus ungefähr 10 Ländern haben dort ihre Seidenkunstwerke ausgestellt. Überwiegend natürlich Fashion. Ich muss mal kurz abschweifen. Die Gegend hier um Hangzhou herum war schon immer sehr wohlhabend und das nicht ohne Grund. Denn der Ursprung der Seidenkultur, der Porzellankultur und der Teekultur ist genau hier. Das sind übrigens die drei Kulturen, die der Westen unbedingt nachbauen wollte. Aber zu jener Zeit haben die Chinesen doch sehr eifersüchtig über ihre IP-Rights gewacht. Dennoch gab es immer wieder Versuche. Jeder kennt diese komplett absurde Geschichte des europäischen Porzellans von August dem Starken, der einen Alchemisten namens Böttger als Sklaven in der Festung gehalten hat, der ihm am Ende zwar kein Gold, aber immerhin Porzellan gemacht hat. Und so gelang es auch natürlich, die anderen Kulturtechniken irgendwann zu entschlüsseln. Und auch den Seidenprozess. Es gab verschiedene Versuche, die Seidenkultur in Europa bzw. in Deutschland zu etablieren, hat aber nie so richtig geklappt. Viele Maulbeerbaumpflanzungen, vor allen Dingen im Süden Deutschland, die zeugen von diesen unterschiedlichen Versuchen. Die Nazis aktivierten das letzte Mal diese Idee, um Ballon- und Fallschirmseide zu bekommen, denn das war ein Embargo-Ware. Aber zurück zur Seidenausstellung. Wie gesagt, Hangzhou ist das unangefochtene Zentrum der Seidenkultur. Und man muss das mal sagen, die Beliebtheit der Seide ist bis heute ungebrochen. Das ist zudem natürlich auch ein sehr sinnlicher Stoff. Es geht in der Seidenkultur nicht nur um die Herstellung der Fäden, sondern natürlich auch um das Design. Deswegen hat hier die Academy of Art auch eine eigene Seidenfakultät. Um die Prozessierung, das ist dann schon wieder so Richtung Maschinenbau oder ähnliches. Und natürlich auch um Nachhaltigkeit. Und letzteres war Thema dieser Doppelausstellung. Denn das Färben von Textilien mit zum Beispiel mineralischen Färbemitteln, das kann eine ganz schöne Sauerei sein. Pflanzliche Farbstoffe sind seit alters her bekannt und bieten, wenn auch teurer in der Anwendung, einen Ausweg aus diesem Dilemma. Ein Vorwurf, den man pflanzlichen Färbemitteln immer macht, ist, dass sie nicht so kräftig sind und auch irgendwann mit der Zeit sich verabschieden. Das ist heute nicht mehr so und man kann sich in dieser Ausstellung davon überzeugen, dass sowohl im Design als auch in der Farbpracht keine Abstriche mehr gemacht werden müssen. Besonders gefreut hat mich, dass eine deutsche Seidenkünstlerin und diesmal gar nicht so unbekannt, nämlich Katrin von Rechenberg, auch dort ausgestellt hat. Sie lebt in Beijing schon seit sehr vielen Jahren und sie hat ihr Exponat mit Yams und Granatapfelschale gefärbt. Auch wenn die Ausstellung relativ klein war, war sie doch ein unglaublicher Gewinn und es hat wahnsinnig Spaß gemacht, da mal durchzugehen. Jetzt noch viel Spaß mit ein paar Impressionen aus der Ausstellung. Soweit und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.